ist geil. Hallo, Prinzessin. Bitte was? Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich bin die neue Reinigungskraft. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Das ist der Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Ja, warum heißt du so? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Schon wieder diese Musik? Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Krass. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein man könnte... Hätte ja sein können, dass er was anderes sagt. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Durch die Tür. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Wortwörtlich. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Ja, waren wir ja schon mal. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Oh nee. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Können wir nicht... Ich meine, sie will den Generalschlüssel als Kunstwerk nicht mitnehmen, aber können wir nicht davon eine Kopie anfertigen? Wahrscheinlich will sie das nicht dreckig machen. Naja. Nee, also... Wenn wir auf der anderen Seite sind vom Gitter, dann können wir ja von diesem... Was weiß ich, wie der heißt, Herr Blase da, diesen komischen Typen im Monitorraum. Der hat ja einen. Sieht aus, als ob das Loch die Nase von ihm wäre. Das sieht ganz komisch aus. egal. Also dann könnten wir von dem eine Kopie des Generalschlüssels machen. Den Schlüssel selbst hatten wir ja nicht bekommen. Aber eine Kopie könnten wir vielleicht irgendwie hinkriegen. Aber das hört sich echt schwierig an. Und ich habe so schon so viele Folgen, Alter. Wie lange soll denn das noch gehen? Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Hab ich schon gesehen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Seit der Herr Blase. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Ton. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Ach, du Kacke. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Ach du Heilige. Gold wäre ideal. Ja, wie soll ich denn hier bitte Gold? Das ist doch nicht sein Ernst. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polytrophäen so gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Playboy. Alter, ich hasse diesen Droggelbecher, der ist bescheuert. Was ist los mit euch, Leute? Wie komme ich an Ton? Gute Frage.
Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Ja. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wird. Ja, sonst noch Wünsche. Kannst du mich mal, Alter? Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ja, ich fürchte, das braucht noch an die 40 Folgen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch danke. Eine Frage? Ich guck mal ganz kurz, was der Poki sagt. Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahen Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also so eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß noch, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, ein kleines Video geschossen. Und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Yes. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren. Dann such ihn. Ich weiß nicht, was der immer labert, Alter. Das würde mich interessieren. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Okay. Mehr musst du nicht wissen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob ich den da rausholen will. Das ist nämlich das Problem. Eigentlich mag ich ihn halt, aber ich bin mir unsicher. Ich meine, wenn er schon selber sagt, dass er gefährlich ist, dann hole ich ihn doch nicht noch raus. Mensch. Nachher. Also, okay, ich glaube nicht, dass er uns jetzt was tut, aber. Also. Ne? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Ja. Vom Hass geleitet. Das stimmt wohl. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten. Deswegen durch. Hat er den Stuhl. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ein kranker Bastard ist, Alter. Naja, Bastard nicht. Seine Eltern waren bestimmt verheiratet. Aber egal, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mir da laber. Ich zeig irgendwie komisch. Oh, das mit den Polo-Trophäen, das stört mich total. Weil es würde Sinn machen, dass es Polo-Trophäen waren, weil es halt irgendwie komische Pferdepokale waren. Aber sie sagt ja irgendwie für Tontauben herstellen und noch irgendwas. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist ganz komisch alles hier. Naja. Auf deine Hilfe kann ich verzichten, nö. Nö, wir nehmen das schon an, aber bin mir unschlüssig. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Ja, wenn wir sie finden.
Ich bin mir halt unschlüssig, ob er uns nicht gefährlich werden kann. Warte mal. Hat er noch was zu sagen? Ich dachte, das wär's schon. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, Der also die ist Striche waren mir zu dicht aneinander und die schief. Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich Oha. gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Was? Bitte was? Bitte keine näheren Infos. Ach nee, da kamen wir her, ne? Hopp. Ach, hier ist ein schönes, ein wunderschönes. Ich mach mal kurz Licht an. Etwas. Licht. Licht! Wird's bald? Muss kaputt sein. Schade. Also bei dem einen ging das ja lustigerweise.